und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Im Hintergrund natürlich noch der Gardasee. Heute fetzen wir nochmal auf den Altissimo, um dann den Trail zu fahren. Wie heißt der denn nochmal? Ja, Val di Diaol oder auch Skull. Skull. Vom Schädel, nicht vom Himmel abgeleitet. Und ja, Wetter geil, Aussicht mega, Gardasee halt. Und Rucksack heute leichter als ja. Nico habe ich auch von der Transalp abgeholt. Der kommt sich vor, wenn er fliegen würde. E-Bike und leerer Rucksack. Genau, das Beste. Ab nächsten Mal fahre ich nur noch mit Gepäcktransport. Ja, Auffahrt ist geil hier, nichts los. Wahrscheinlich ist den meisten zu warm. Wir sind nämlich nachmittags unterwegs. Das gibt halt das E-Bike her, dass man ohne große Qual auch in der Mittagshitze fahren kann. Ja, ja, ja. Ah ja, Angeber. Aber es ist wirklich praktisch, weil es hat halt doch ganz schön viel geregnet. Wie hast du mich gerade genannt, Spatze? Angeber. Ja schon, oder? Wenn er plötzlich freihändig... Unterstützt mich jetzt in den Kommentaren, dass das nicht nett ist, bitte. Ich hab ihn nicht einmal erwischt. Natürlich. Oh. Hier. Oh nein. Ja, mimimi. 3 Meter Saft. Mädchen, hi. Mhm. Ja, ja. Ist so. Und wenn man nach vorne auf den Felsen schaut, dann sieht man die Schießluken vom Ersten Weltkrieg. Da ist der magische Bogen, Val di Diaol. Und da sind auch die Bikes. Bist du bereit? Ja, klar. Und wie? Ich hab richtig Bock drauf. Ja, ich bin nicht so bereit, weil ich die erste Stelle, die wird rutschig. Danach hoffe ich jetzt besser. Einfach Bremse auf. Bring. Oh. Am Licht ist es halt auch komisch. Wie komisch meinst du? Am Licht. Ach, das Licht. Wuhu. Die Felsplatten sind aber geil. Die taugen mir voll. Aber ja, es ist leider wieder ein bisschen nass. Die nasse Erde dazwischen macht echt böse rutschig auch auf den Felsen. Und dementsprechend eiern wir in der Gegend drauf. Ich habe halt auch mal wieder Gefühl. Also ich rutsche zwar, aber ich habe Gefühl über das Fahrrad. Ich hatte die letzte, also seit Nauders hatte ich einfach kein Gefühl irgendwie.
läuft bei mir, glaubt es kaum. Oh. Ah. Drückt uns die Daumen, dass es hier nicht zu rutschig ist, aber es geht. Ja. Ah ja, geil. Hier ist jetzt echt ganz gut. Super. Ja, Gardasee-Felswüste. Hat schon immer echt was. Wusch. Ah, hier ist trocken, fett. Ja, ruhig, hier ist trocken. Hier ist nicht noch mehr Wasser. Ja. Ja, dann kommt da oben keine Sonne dran. Nee. Ja! Wow! Aber auch echt geil. Wow!
nach dem Radfahren ist dann wohl vor der Abkühlung, zumindest wenn man schon am Gardasee ist, schon gar nicht mehr so früh, deswegen ist auch gar nicht mehr so viel los. Aber auf alle Fälle geht's jetzt mal ab in den See. Puh, 18 Grad hat der angeblich, fühlt sich gerade aber fast etwas frischer an. Fühlt sich gut frisch an. Ja, Ausblick, See, immer wieder schön. Ist echt mega schön hier. Und da sieht man schon, dass die Sonne so ein bisschen untergeht schön langsam. Ja, wirklich frisch. Aber gut. Trotzdem gut. So, jetzt hängen wir schon an der Schnur. Wellen hat es auch. Ich war da mal Kitesurfen. Das ist echt krass, was für Wellen es teilweise im See so hat. Dagegen ist das hier noch ziemlich süß. Aber echt mega, mega schön einfach. Und super erfrischend. Und ja, da seht ihr nochmal auf den Altissimo, wo wir heute eben waren. Jetzt schnell ab zurück auf den Platz und unter die Dusche, weil dann schreit auch schon das Abendessen.